Und nun, meine Damen und Herren, the top 5. Jetzt wird's richtig spannend. Ich habe mir ja vor ein paar Monaten habe ich mir für das Europacup-Finale Karten gekauft. Habe aber in meiner Blödheit vergessen, dass wir an dem Tag heiraten. Jetzt hätte ich eine Frage, hat einer am Samstag Zeit zum Heiraten? Kann man nur applaudieren, oder? War gut. Rapid Austria haben wir Scouts. Und unter anderem, die schauen in ganz Österreich, schauen auch in Europa. Unter anderem schauen sie auch im Iran. Fällt einem ein junger Bursche auf aus Austria, der Scouts. Junger Bursch. Die verpflichten den. Ahmed heißt er. Austria ist glücklich mit ihm. Problem ist, erstes Spiel gleich von dem Burschen ist Derby. Rapid Austria. Rapid geht 1 in Führung. Geht 2 in Führung. Geht 3 in Führung. Und die bei der Austria sitzen auf der Bank. Ja, wissen nicht, was tun. Denken sie, was haben wir den Ahmed rein? Also, der 3-0. Na, bumm. Der trat innerhalb von 10 Minuten das Spiel aus. Macht da alle 3 Tore. 3-3. Spiel geht auch 3-3 aus. Abpfiff. Die paar violetten Fans, was haben, freuen sie. Ja, die, was noch gibt. Okay, der fuhr rennt rein in die Kabine, ruft die Mama. Mama, ich war ein Hattrick geschossen. 3-3, alles super, alles leiwand, ja. Mama gefreut sich, ja, ist alles in Ordnung. Ja, passt eh alles. Ja. Nur, eins muss ich da schon sagen. Im Papa haben sie gestern verhaftet. Boah, was ist denn da passiert? Der Bruder war in einer Messerstecherei verwickelt. Ja, wieso? Was ist denn da? Was ist denn da passiert? Naja, ist einmal ja so. Aber wegen dir sind wir ja noch Favoriten gezogen. Ja, ich gebe Ihnen recht. Der war noch besser. Jetzt sag klar. Schau, ob ich mir den merke, cool war der. Viele können sich vielleicht noch erinnern, wir haben einen unglaublich guten Boxer gehabt. Und zwar der Hans Osalic. Lang her, aber war ein guter Boxer. Und der Hans Osalic geht rein in die erste Runde, passt auf die Deckung nicht auf, da schaue ich um. Geht raus zum Trainer und sagt, Herr Trainer, wer bin ich heute? Sagt er, gut, das ist der Gegner, schwach. Dann haut er hin. Hat sie in die zweite Runde, passt wieder auf die Deckung nicht auf, im zweiten Auge auch noch eine um. Sagt der Herr Trainer, wer bin ich heute? Sagt er, gut, aber der ist schon gesagt. Wie ist der Gegner? Schwach, habe ich da auch schon gesagt. Erst der Bass am Ringricht auf, einer da drinnen hat mich deppert. Harry, du bist ein Traum. Der Himmel telefoniert mit dem Teufel und der liebe Gott sagt zum Teufel, wir könnten eigentlich einmal ein Fußballspiel machen miteinander. Sagt der Teufel, ha, gern. Sagt der Himmel, ja, es wird aber keine Chance haben. Nicht? Der liebe Gott sagt, schau, wir haben die Besten bei uns im Himmel. Und zwar nicht nur Fußballer, sondern auch Trainer. Jupp Derwall, ein Traum. Dann Helmut Zinekovic, ein Wahnsinnstrainer, ein guter Kicker gewesen. Ernst Happel, ein Wahnsinnsverteidiger, ein genialer Trainer. Und, na, Bobby Charlton, das sind alle bei uns. Sagt der Teufel, ja und? Wir haben die ganzen Schiedsrichter. Na, da bin ich aber gespannt, was auf Platz 1 landet. Sagt der Sohn zu seinem Vater, sagt er, Papa, darf ich Bungee-Jumpen gehen? Sagt der Vater, Sohn, mein Herz, dein Leben hat mit einem gerissenen Gummi begonnen, soll nicht auch so enden. Ja, das war wirklich ein Spitzenwitz vom Gary. Cool. Für die Sendung kann ich mir niemand Besseren vorstellen als Moderator, als den Gary Seidel, der einfach ein Lieber ist. Er ist immer gut drauf und er wächst mit der Aufgabe.